Ja, so wie es beim Golfen manchmal ist, findet man sich in abstrakten Situationen wieder. An dieser Stelle ist mein Ball leider zum Teil im Wasser gelandet. Jetzt könnte ich entweder den Regeln entsprechend droppen, zurückgehen und den ganzen Quatsch da machen. Oder ich gönne mir mal ein bisschen Spaß und versuche den zu spielen. So, was gilt es jetzt bei so einer Lage zu beachten? Ganz wichtig ist bei dieser Lage zu versuchen, so viel von dem Ball zuerst zu treffen, bevor ich ins Wasser komme mit dem Schläger. Dazu sind zwei Dinge wichtig. Das erste ist ein solider Stand. Dazu ziehe ich mal hier meinen linken Schuh aus, damit ich auch ins Wasser reinwarten kann. Auch ein wichtiger Pro-Tipp, immer die Beine bräunen, bevor man so einen Schlag macht. So, und jetzt suche ich mal einen soliden Stand, etwas breiter. Das dürfte so gut sein. Und jetzt versuche ich beim Schlag die Hände vorm Schläger zu halten, damit ich möglichst steil an den Ball komme und den zuerst treffe, bevor ich ins Wasser schlage. So, Luft anhalten und durch.